Guten Morgen, boah, war das eine scheiß Nacht. Annika hat nur 2 Stunden gepennt. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Stunden gepennt. Und es ist hier verdammt laut. Die Klimaanlagen brummen. Man hat die lauten Flugzeuge, die die ganze Nacht über übers Hotel brettern. Das ist schon ganz schön übel. Naja, aber dafür kosten 5 Tage zusammen nur 100 Euro. Ja, Bangkok ist, glaube ich, nicht so wirklich was für uns. Keine Sau spricht hier Englisch, keiner versteht uns. Und das Taxi ist wesentlich teurer, als wir erwartet hätten. Weil für irgendwie 11 Euro dann in die Stadt zu fahren und für 11 Euro damit aus der Stadt zurückzufahren jeden Tag, das geht dann schon gut ins Portemonnaie. Wir sind jetzt im Taxi, weil wir uns dazu entschlossen haben. Irgendwie müssen wir ja heute in die Stadt kommen, weil wir wenigstens etwas sehen wollen. Und ja, dann lass uns halt mal so für rund 400 Baht jetzt in die City fahren. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir heil und zufrieden da ankommen, wo wir auch immer hingefahren werden sollen, weil wir nur gesagt haben, dass wir in die Stadt fahren wollen. Ja, es bleibt weiterhin spannend und es spricht immer noch keiner Englisch, außer die an der Rezeption im Hotel. Die zwei Doofs aus Windhagen in der großen, weiten Welt. Dreispurigen Autobahn, aber die Leute hier fahren vierspurig. Das Taxi hat uns gut und sicher am Ziel angebracht. Hat auch nur irgendwie 12, 13 Euro gekostet für die 40, 45 Kilometer, die es uns gefahren hat. Und jetzt sind wir hier bei so einem Tempel und den gehen wir uns jetzt mal hier angucken, würde ich sagen. So. Der Tempel, in dem wir gerade sind, ist gleichzeitig auch angebunden an den Königspalast. Und ja, jetzt gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Wir stehen jetzt gerade am Königspalast. Der ist hier hinter mir. Und da hinter mir ist der Königsthron ausgestellt. Den darf man aber leider nicht filmen und fotografieren. Oh mein Gott, ist das warm. Wir haben genug vom Tempel gesehen. Jetzt gehen wir mal gucken, wo der nächste Bazar ist und zwischendurch schnabulieren wir uns noch an irgendeiner Bude was zu essen. Als wolltest du keinen Kilometer laufen. Annika und Jan fahren Tuk-Tuk. Bangkok, 42 Grad, Sonnenschein, die Frisur sitzt. Das Tuk-Tuk hat uns jetzt an der Bahn rausgeschmissen und jetzt geht's mit der Bahn Richtung Hotel zurück. Wir haben gerade ein Stündchen im Hotel gechillt, nachdem wir aus der City wieder da waren und jetzt gehen wir uns was zu essen holen. Jetzt sitzen wir in einem der unzähligen Imbisse hier die Straße rauf und runter, nachdem wir jetzt schon 2 besucht haben, uns aber nicht getraut haben, da irgendwas zu bestellen, weil alles so komisch aussah.
Ja, und jetzt gibt es gleich leckeren Reis mit gebratenem Huhn. Für Annika gibt es, glaube ich, so ein Omelette, ne, mit Huhn. Ja, genau. Und für mich scharf gebratenes Schweinefleisch mit Reis. Gerade aus dem Restaurant gekommen, da werden wir schon vom Golfcart von unserem Hotel zufällig aufgesammelt. Auch praktisch, muss man die Strecke zum Hotel nicht zu Fuß zurücklaufen. Für uns gibt es jetzt eine Thai-Massage, 60 Minuten pro Person. Für preisgünstige 11 Euro. Also quasi so viel, wie das Taxi heute Morgen in die Stadt gekostet hat. Oh, Annika lernt mit Stäbchen zu essen. Komm, schlafen. Ja, ey. Das sieht doch gut aus. Guten Appetit. Und zum Abendessen gibt es noch ein, zum Nachtisch gibt es noch ein lecker Spießchen. Vollgefressen, durchgeknetet, ey, uns geht's hier richtig gut, auch wenn es heute ein bisschen teurerer Tag war. War zwar so eigentlich nicht geplant, aber es ist eigentlich immer noch so viel günstiger, als wenn man das woanders auf der Welt machen würde. Deswegen haben wir gesagt, komm, die 5 Tage, die wir hier in Bangkok haben, die werden gelebt, als hätten wir Urlaub. Wir haben noch so viel Reserven zu Hause liegen. Warum nicht, ne? Wann sind wir das nächste Mal hier? Wann haben wir nochmal die Gelegenheit dazu? Und deswegen wird es jetzt so gemacht. Ja, aber für heute sind wir fertig. Wie gesagt, vollgefressen, durchgeknetet, erschöpft. Bei 42 Grad durch Bangkok gelaufen. Und jetzt geht's erstmal ins Bett und dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht!